Hallo und herzlich willkommen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass über die universellen Gesetze oftmals nicht so ganz eindeutige Klarheit herrscht. Ich merke das immer wieder so in Gesprächen, wenn dann so Sätze kommen, ja, ich sehe das aber anders, ich habe da aber eine andere Einstellung oder auch, ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass das aber so und so ist, das alles hat nichts mit universellen Gesetzen zu tun und was das überhaupt ist. Denn wenn das jemand subjektiv anders sieht oder auch eine andere Einstellung hat, das ist den universellen Gesetzen völlig Schnurz. Denn universelle Gesetze sind einfach völlig neutrale Wirkprinzipien. Am bekanntesten sind ja die sieben hermetischen Prinzipien, diese universellen Gesetze. Also das Prinzip der Mentalität, alles ist geistig, das Prinzip der Entsprechung, wie innen so außen, wie im Großen so im Kleinen, wie oben so unten, das Prinzip der Schwingung, das Prinzip der Polarität, das Prinzip von Ursache und Wirkung und das Prinzip des Geschlechtes. Alles das sind universelle Gesetze. Universelle Prinzipien, die völlig neutral wirken. Universelle Gesetze sind keine Ansichten, keine Meinung, keine Einstellung, keine Glaubenssätze und auch keine Überzeugung. Den universellen Gesetzen ist es völlig Schnurz, ob ich daran glaube oder nicht glaube. Oder ob ich der Ansicht bin, die wären richtig oder die wären falsch. Die wirken einfach. Das sind grundsätzliche, immer und überall gültige Naturgesetze. Eine dieser Gesetzmäßigkeiten, dieser universellen Gesetze, ist zum Beispiel auch noch das universelle Gesetz, wie alles in der materiellen Welt, also in der sichtbaren Welt, entsteht. Das entsteht immer, wenn Gedanken, Gefühle und vor allen Dingen auch die Handlung in Übereinstimmung sind. Also wenn die alle in übereinstimmender Schwingung sind, wenn ich so denke, auch entsprechend fühle und vor allen Dingen auch entsprechend handle, das ist ein universelles Gesetz. Nicht, wenn ich einfach nur denke. Das Handeln, das wird oft vergessen. Das wird ja gerade so im Bereich von Manifestationsworkshops oder so oft falsch wiedergegeben, dass einfach gesagt wird, ja, du musst dir das nur vorstellen, du musst da nur daran denken. Und auf wundersame Weise bringt dir das Ergebnis der Briefträger vorbei. Oder das wird ja auch oft gesagt, dass ich nur so entsprechend denken brauche und dann liefert mir das zum Beispiel der Erzengel Gabriel oder Michael oder liebe Gott persönlich oder das Universum. Wenn das so wäre, dann könnt ihr auch gleich sagen, wenn er schon mal auf dem Weg ist, dann kann er mir auch eine Pizza mitbringen. So funktioniert das aber nicht. Wir sind nicht das, was wir denken, sondern wir sind das, was wir denken, dann entsprechend dazu fühlen und wie wir auch entsprechend dazu handeln. Nur wenn diese drei Sachen auch in Übereinstimmung gelebt werden, dann wird das zu unserem Leben. Auch das ist ein universelles Gesetz und universelle Gesetze sind eben Naturgesetze, völlig neutrale Wirkprinzipien, die immer und überall Gültigkeit haben. Und ob ich daran glaube oder nicht glaube oder eine andere Einstellung habe oder das anders sehe oder irgendwie von was anderem überzeugt bin, spielt aber keine Rolle. Deswegen wirken die trotzdem genau so, wie sie eben in den Prinzipien beschrieben sind. Das ist so wie bei der Gravitation. Ob die Katze hier an die Gravitationsgesetze glaubt oder nicht, oder ob die das anders sieht, das spielt überhaupt keine Rolle. Die wird einfach, wie jeder von uns auch, erfahren, dass diese Gesetze Gültigkeit haben und wirken, und zwar völlig egal, was sie da glaubt. Genauso wirken die universellen Gesetze. Und wenn diese Prinzipien für mich wirken sollen, dann muss ich mich daran halten. Egal, was ich gelernt habe, was ich für Ansichten habe,
was für Überzeugungen ich gelernt habe oder was ich glaube. Ich muss mich diesen universellen Gesetzen anpassen. Die werden sich nicht meinen Überzeugungen oder Meinungen oder Ansichten anpassen. Völlig egal, wie gern ich das hätte, wie sehr ich mir das vorstelle und wie oft ich das affirmiere. Und ob mir das passt oder nicht, ich muss mich an diese universellen Gesetzmäßigkeiten halten, wenn die zu meinem Vorteil in meinem Leben wirken sollen. Denn wirken tun die sowieso. Und dass sie sich in deinem Leben zu deinem Vorteil auswirken, weil du dich dran hältst, das wünsche ich dir von ganzem Herzen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute!